Ich bin heute bei den Ladies von Kaiserschlüpfer. Hallo! Mensch, ihr habt ja ganz, ganz tolle Sachen heute mitgebracht. Ihr habt ein ziemlich breites Sortiment mittlerweile. Wollt ihr uns mal ein bisschen was vorstellen, was ihr so Schönes habt? Ja, also ich habe den Warme Tage Hipster. Das ist ein Slip für Frauen bei Periodenbeschwerden. Dieser Slip hat eine Tasche hier vorne. In diese Tasche fügst du ein Wärmepad rein. Und somit hast du 2,5 bis 3 Stunden gesicherte Wärme während der Periode. Also genau das, was die Frau braucht, ne? Wie funktioniert das Pad an und für sich? Das machst du im Wasserbad oder in der Mikrowelle warm. Okay. Ganz genau. Also ganz easy eigentlich. Ganz einfach, ja. Was hast du noch Schönes? Ich habe was für die schlanke Linie in unserer Sommerfarbe Himbeer. Diesen Slip sieht man nicht unter Weiß, ganz praktisch, viele wissen das nicht. Rot sieht man nicht unter Weiß. Okay. Und ja, unter einem schönen Sommerkleid, einfach so ein bisschen für die schlanke Linie. Wahnsinn, ganz, ganz toll. Ja. Super. Ja, letztendlich haben wir genau richtig hier bei euch. Und ihr seid angesiedelt in? Hamburg. Jawohl, sehr, sehr cool. Unseren kleinen Laden. Genau, und dann haben wir unseren Online-Shop. Ja. Ich habe euch mal bei Höhle der Löwen gesehen. War das so ein bisschen ein Sprungbrett? Ach, Sprungbrett, ja, also es hilft schon, klar. Alles andere wäre gelogen, es hilft schon. Aber dadurch, dass wir keinen Deal gemacht haben, ja, wir hatten schon richtig tolle PR danach. Also vielleicht, weil wir keinen Deal gemacht haben, weil wir uns danach breit aufgestellt haben und weitergemacht haben. Ihr seid auch gut aufgestellt. Ihr seid zwar nur zu zweit, aber es ist aus jeder Sparte was dabei. Ne? Also einmal irgendwie so die Praxissparte, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich bin Hebamme, genau. Das zählt natürlich beim Entwickeln mit. Die Idee allerdings hatte Julia für den Kaiserschlüpfer während ihres Wochenbettes. Also ich habe Julia damals als Hebamme betreut und es gab halt keine adäquate Lösung, sich die Naht zu entlasten. Ja. So, und da haben wir gesagt, okay, da machen wir es draus. Julia hat im Krankenhaus schon angefangen zu zeichnen. Und ja, irgendwie haben wir dann so nach und nach überlegt, was könnte man noch machen, was für Themen bewegt Frauen. Ja, und somit haben wir dann inzwischen eine große Produktpalette, wo wir versucht haben, alle Frauenthemen abzudecken. Toll, ganz, ganz schön, das so ein bisschen mitzuerleben oder wenn ihr das so ein bisschen erzählt, wie man so von einer Idee eigentlich zu einem ganz, ganz tollen Unternehmen kommt. Und zu zweit sind wir nicht mehr, wir sind mittlerweile 9 Leute. Ja, 9 Leute. Ein Team, das uns unterstützt und ja, 9 Leute, die uns sozusagen den Rücken frei halten, das alles mit uns aufbauen und stemmen und da sind wir auch ganz stolz drauf, ja. Wahnsinn, sehr, sehr schön. Ja, und man muss dazu sagen, Julia ist aus Marketing, also somit Fachfrau für alles, was ihr hier seht. Also das ist ja, Julias Kreativität oder unsere, schon auch unsere, aber ja, aber das ist halt das Perfekte, ne? Diese Kombi aus allem. Ja. Ja, man spürt bei euch beiden so die Liebe zum Detail, das ist sehr, sehr schön. Ich ja, wünsche genau. euch noch ganz, ganz viel Spaß heute und morgen und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, danke. Vielen Dank.